Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Es ist mal wieder soweit. Wir sind immer noch auf dem Caravansalon Düsseldorf 2024 und hinter uns steht ein richtiges Schmuckstück, der Weinsberg Expedition 4x4. Und den wollen wir euch vorstellen. Und zwar, wann geht's da los? Nach dem Intro. Ab geht's, wir schauen uns das Fahrzeug mal an. Also natürlich, klar, Offroad-Style, das ist ja logisch. Kühlschrank, typischer Kühlschrank, wieder von beiden Seiten öffnenbar. Also von draußen sowie von drin kommt man gut ran. Dann gehen wir mal rein, das bekannte Mercedes-Cockpit. Hier oben hast du noch Ablagemöglichkeiten. Links haben sie eine Ablage gemacht, das ist hier ja, so ein Edelstahl. Macht sehr einen hochwertigen Eindruck. Leseleuchte gibt es hier auch. Dann haben wir hier schöne Tiefe, ja, sozusagen, wie heißt es, Oberschränke, jetzt haben wir es. Aber ich muss sagen, es ist kein Rausfallschutz. Also das würde theoretisch, wenn man was reinlegt, muss man halt gucken, dass es nicht unbedingt rauspurzelt. Würde ich jetzt so im ersten Moment erstmal so, ja, empfinden. Zur Seite haben wir ein Schiebefenster, also das heißt, da geht die Luft dann zur Seite raus. Wir haben hier unten die Nett. Da gibt es keine Fächer mehr soweit. Das ist also komplett verbaut. Hier haben wir noch irgendwas. Na, das scheint hier noch ein bisschen locker zu sein. Klar, es ist jetzt halt das erste Fahrzeug hier. Logischerweise, da ist dann immer noch das kleine oder eine oder andere Kleinigkeit dabei dran. Induktion dabei und zweimal Gas. Das finde ich natürlich toll. Tolle Kombi, das was dann natürlich kombiniert wird. Und große Spüle. Ein Hahn zum Abwaschen. Auch hier, gut, klar, ihr seht, da ist immer noch wieder was am Werkeln. Es ist halt so ein, wie prototypmäßig unterwegs. Ein digitales Display wird auch über App und so weiter sicherlich kein Problem sein zu steuern. Es wird ja jetzt alles smart. Ja, tiefe Schränke, also das muss ich schon sagen. Ein bisschen geschwungen, würde ich sagen, sind die Schränke hier, weil hier hinten ist auch sogar noch ein Fernseher drin. Wow, das ist ja cool. Damit habe ich gerade nicht gerechnet. Und sonst haben wir hier noch ein Fach. Und zur rechten Seite sind dann auch wieder Fächer. Gucken wir natürlich überall rein. Darunter Leseleuchten. Und hinten haben wir noch Lautsprecher, dass man da auch ein bisschen Ton hat. Wir haben hier verbaut eine Klimaanlage, also das heißt, im hinteren Feld ist kein zusätzliches Tageslicht, sondern es ist halt eine Klimaanlage verbaut. Bad, ich würde sagen, das ist auch noch ein Schrank, ist es auch. Hier sind übrigens dann auch so Rausfallschutz angebracht, also das ist ganz gut. Das Waschbecken geht schräg nach hinten runter, also das läuft sozusagen in die Rinne ab. Wir haben ein Fenster zur Seite und auch ein Dachfenster. Das ist jetzt nicht groß, aber alles gut, ist ausreichend. Da haben wir die Toilette, diese neuartige Verschweißtoilette. Und ja, ansonsten sollte da drunter dann die Duschwanne sein. Gut, will ich jetzt nicht alles zerrupfen. Ja, hier hinten haben wir noch Schiebeschränke. Das geht zu beiden Seiten auf. Somit kann man dann da auch noch... Ich weiß nicht, ob das hier noch, ist sogar noch ein bisschen ausziehbar. Schaut euch das mal an. Da hat man dann sozusagen, so wie so ein Spuckschutz sozusagen, dass man da nochmal das dann abfließen lassen kann. Jo, dann schauen wir uns nochmal ein bisschen Schränke und so weiter an. In einem Küchenbereich. Hier haben wir sowas wie einen Kleiderschrank. Und, ups, es ist ein bisschen vom Durchgang hier eng. Hier unten sind einfache Schränke so drinne. Kann man halt irgendwas reinstellen. Dann haben wir hier noch eine Schublade. Aber ich muss sagen, das war es dann auch schon. Also es ist jetzt nicht extrem viel, was man hier hat an Staumöglichkeiten, würde ich sagen. Ja, zu der Seite haben wir hier noch was zum Aufmachen, da kann man dann halt noch ein bisschen was ablegen, Kräuter und so weiter, natürlich die Bedieneinheit, USB-Dose nochmal und hier haben wir
zwei Steckdosen, Kaffeemaschine, also kein Problem. Auch unter den Mercedes-Sitzen hier nochmal Ablagemöglichkeiten, zumindest beim Beifahrer, wenn auch nicht beim Fahrer. Das habe ich eben noch entdeckt. Schauen wir uns das Fahrzeug nochmal von außen an. Also von außen der Look natürlich mega. Es ist halt logischerweise Offroad. Katja von Hinfahren, die ist auch da, die schaut sich das Fahrzeug auch an. Hallo Katja. Und ja, ansonsten von außen nochmal, wir haben hier so eine Box, die wir natürlich noch benutzen können. Reserverad logischerweise. Und dann würde ich sagen, wir gucken mal in den Kofferraum rein, weil das fehlt uns ja auch noch. Da mache ich mal alles erstmal auf. Ja, dadurch, dass hinten natürlich was auf den Heckklappen drauf ist, dann sind die natürlich ein bisschen schwerer, das ist klar, schwergängiger. Ansonsten haben wir hier hinten auch noch Ablagemöglichkeiten. Dort und ich glaube, hier würde ich denken, genau, Gasfach. Das Fahrzeug kommt ja dann im Prinzip mit einer anderen Heizung daher, Diesel. Und hier sieht man dann diese Technik der Toilette. Reinschieben und rausziehen und die fährt dann hinten in den Stauraum. Also das heißt, ihr müsst hier hinten die Ecke freilassen, sonst passt die Toilette da nicht rein. Der Weinsberg Expedition 600, ich hab's vergessen. Ja, das ist halt immer das Ding. Du hast immer so viele Buchstaben und Zahlen und so weiter hinten dran. Man kriegt das dann manchmal nicht alles. Ich dachte, der heißt auch nur Expedition 4x4. Nein, es ist der 600 MQ. Das Schlimme ist, vor 10 Minuten habe ich erst ein Foto gemacht. Aber ja, so ist es ja halt. Was wir euch nicht sagen können, ist aktuell der Preis, weil das Ding ist noch aus. Aber wir werden euch am Schluss Preis einblenden, die Bettenlängen, Kühlschrank, alle diese Informationen, die kriegt ihr auf jeden Fall in diesem Video am Schluss. Das wisst ihr, das kennt ihr. Wenn ihr euch das Fahrzeug anschauen wollt, dann müsst ihr zum Caravansalon Düsseldorf kommen. In Halle 4, da steht er. Mhm. Zweimal. Einmal dürft ihr euch anschauen, das andere dürft ihr auch reingehen. Genau, da hinten steht er nämlich nochmal so ein bisschen aufgebockt auf Steinen, ne? Felsen. Genau. So wie er wahrscheinlich bei vielen Leuten, die den hier kaufen, nie existieren wird. Aber ja, nicht hier gefahren wird. Nicht so gefahren wird. Gucci. Über die Toilette lassen wir jetzt keine Worte für ein Expeditionsfahrzeug. Das können sich andere eine Meinung zu bilden. Wir haben da eine Meinung, die ist nicht so positiv, deshalb sagen wir nichts. Weil Mutti hat gesagt, wenn du nichts Positives sagen sollst, kannst du gar nichts mehr sagen. Und ich finde, es ist ein schönes Ende von diesem Video. Genau. Deshalb bleibt uns gewogen, bleibt gesund und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.